Ein Selbstmordattentäter hat bei einem Anschlag auf eine Versammlung der Anti-Taliban-Partei ANP in Pakistan mindestens 20 Menschen mit in den Tod gerissen. Mehr als 60 weitere seien bei der Kundgebung in der nordwestlichen Stadt Peshawar verletzt worden, teilte die Polizei mit. Krankenwagen transportierten die Verwundeten ab. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Unter den Toten befand sich auch ein Kandidat für die anstehenden Wahlen, dessen Vater vor der Parlamentswahl 2013 ebenfalls bei einem Selbstmordanschlag ums Leben gekommen war. Damals war die ANP das Hauptziel von Anschlägen der radikal-islamischen Taliban. Peshawar liegt am Rand einer an das Nachbarland Afghanistan grenzenden Region, Rückzugsort für militante Islamisten. Die pakistanische Armee hat am Dienstag angekündigt, mehr als 370.000 Soldaten einzusetzen, um bei der Parlamentswahl am 25. Juli eine friedliche, faire und freie Abstimmung zu garantieren.